einer Bewegung ist gleichmäßig, wenn in gleich langen Zeitabständen gleich lange Strecken zurückgelegt werden. Die Geschwindigkeit v eines Körpers in gleichmäßiger Bewegung ist gleich zur zurückgelegten Distanz d geteilt durch die dazu benötigte Zeit t. Also gilt v gleich d auf t. Und demzufolge drücken wir eine Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde aus. Zum Beispiel, ein Fußgänger legt in jeder Stunde 5 Kilometer zurück. Seine konstante Geschwindigkeit beträgt 5 Kilometer pro Stunde. Diese gleichmäßige Bewegung kann wie folgt grafisch dargestellt werden. Wir nehmen die Erde als Bezugskörper. Auf der horizontalen Achse werden die Zeiten t in Stunden eingetragen und auf der vertikalen Achse werden die Distanzen d in Kilometer ausgedrückt eingetragen. Am Anfang, das heißt bei der Zeit t gleich 0, wurde kein Kilometer zurückgelegt, denn da startet der Fußgänger, was also bedeutet, dass dieser grüne Punkt mit Koordinate 0, 0 zum Graphen gehört, der diese Bewegung darstellt. Nach einer Stunde hat der Fußgänger 5 Kilometer zurückgelegt. Nochmal, nach einer Stunde hat er 5 Kilometer zurückgelegt. Also ist dieser grüne Punkt mit Koordinate 1, 5 ein Punkt des Graphen, der diese Bewegung darstellt. Nach einer weiteren Stunde hat er wieder 5 Kilometer zurückgelegt, nach einer weiteren Stunde wieder 5 Kilometer und so weiter. Und somit erstellen wir sämtliche Pünktchen vom Graphen dieser Bewegung. So erhalten wir als Grafik diese Halbgerade. In dieser Zeichnung können wir die Geschwindigkeit ablesen als zurückgelegte Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Also diese vertikale Zahl 5 geteilt durch diese horizontale Zahl 1 ergibt die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit v ist also in dieser Grafik abzulesen durch vertikal geteilt durch horizontal. 5 geteilt durch 1 macht effektiv diese 5. Man könnte auch mit diesem und mit diesem Punkt arbeiten, dann wäre die vertikale Zahl 10 und die horizontale Zahl 2. 10 Kilometer auf 2 Stunden. 10 geteilt durch 2 macht ebenfalls diese 5. Wenn eine gleichmäßige Bewegung geradlinig ist, so nennt man sie GGB, eine geradlinige gleichmäßige Bewegung. Wenn eine gleichmäßige Bewegung kreisförmig ist, so nennt man diese KGB für kreisförmige gleichmäßige Bewegung.